Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen. Und einen wunderschönen. Zu Folge Nummer 13 müsste es sein, wenn ich mich richtig erinnere. Total War Warhammer 3, die Immortal Empires Kampagne mit Elspeth von Draken. Ja, wir haben beim letzten Mal eine Questschlacht erledigt, die uns Gotrek und Felix beschert hat und uns in das Reich von Slanesh geführt hat. So ein schöner kleiner Abstecher. Und jetzt sind wir gerade noch dabei, uns zu konsolidieren. Der gute Dirk ist am Weg Richtung Sylvania. Der muss hier die Position halten, falls hier irgendwas Unschönes kommt. Respektive vielleicht wird auch hier vorstoßen über diese Brücke. Denn wir müssen uns mit den Knochenklappers anlegen, um drauf zu kommen zu Festus. Festus müssen wir für unsere Siegbedingungen ausschalten. Und doch 14 Siedlungen. Ja, wird sich herausstellen, wie lange das dauert. Ob wir vom Endgame-Event noch was zu sehen bekommen, wage ich jetzt nicht zu behaupten, würde mir Hand ins Feuer legen dafür. Aber wir sind natürlich immer noch mittendrin. Gibt auch keinen Grund, schon ans Ende zu denken. Ein bisschen mehr Landschiff-Action muss noch drin sein. Ein bisschen mehr Bum-Bum. Jo. Was man halt so macht, als was man halt so macht als Nullen und was halt so leibend ist. Dann. Flensburg. Okay, wenn sie der Kerl ins Imperium vertschüsst, soll man das natürlich auch recht sein. Dann machen wir Folgendes. Du kommst nach Haverheim. Elspeth kommt raus aus Woodbad und ebenfalls nach Haverheim. Du gibst ihm die beiden Ritter. Dann gehst du ins Gewalt. In den gewaltigen Gewaltmarsch. Und dann werden wir in der nächsten Runde hier zwar mehr Reichsgarde für Elspeth dazu holen. Genau, und er. Vielleicht machen wir das auch ein bisschen anders und ziehen Elspeth nach Sylvania rüber. Dann könnten wir uns diese Schnellreisefunktion mal ansehen. Über Nullen und über die Garten, über die Gärten des Moor. Haben wir auch noch nicht gesehen. Cashbuilding. Gotrek Gurnishan. Du kommst rüber. I shall remember. Der Hellcroft ist da drüben, okay. Destiny guides me. Dauert noch 5 Runden. Vetoed. Ja, weitere Gebäude. Ja, können wir uns nicht leisten, ist okay. Wo? Schaut's aus. Wir haben hier beim letzten Mal Stufe 2 freigeschalten und haben schon 625 Feinde erledigt von 1500. Das heißt, es wird recht schnell gehen, dass wir das Laboratorium Magi bekommen. Nicht zu verwechseln mit der Teststätte, wo das Magi, die Suppenwürze, getestet wird. Ne? Das ist ein bisschen was anderes. Ach Gott, der Andi schon wieder. Ach, Andi. Andi. Andi, Andinchen.
Ja, brav, Asak. Vertschüss dich ruhig. Okay, Konföderation. Krone der Herrschaft. Es ist halt immer brutal, wenn man gegen eine War-Armee antritt, ne? Oder wir ignorieren die einfach und marschieren einfach durch zu Festus. Wobei das Imperium jetzt hier Reckland echt am Vormarsch ist. Und Hochland wieder existiert. Oh. Welcome, my countrymen. Very well. Schön, wieder wer da zum Ausnehmen. Okay. Ja, wir legen uns schon mit den Grünhäuten an. Alles andere wäre halbert. Alles andere wäre einfach halbert. Halbert. Amethyst Magistrix. Dann kommst du hierher. We are the strength. Und das dauert halt jetzt leider zwei Runden, aber trotzdem zweimal Rexgarde. This will bolster the nation. Ja, und der Dirk kommt nach Woodbad. It is for the best. Moving off. The nation calls. Who calls? Who calls? Ja, wir haben ein bisschen mehr Autorität wieder. Ist eigentlich eine ganz interessante Frage, ob die Autorität auch bei uns höher wird, wenn es Reckland besser geht. Also ob sich das Performen unserer Verbündeten, unserer imperialen Verbündeten, ob sie das ebenfalls auf unsere Wertung hier auswirkt. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Würde mich schwer interessieren. Wer bist denn du? Niemand. Ich konnte gar nicht anklicken. Okay. Ja, wir bleiben da mal defensiver. Ein Ründchen. Irgendwas, was Cash bringt. Irgendetwas, was Cash bringt. Ja, wir könnten hier schon Stufe 4 machen. Wäre natürlich ebenfalls gut. Ja, aber machen wir mal das Weberhaus. What? Jo. Und hier. Ja, ist okay. Schloss Tempelhof. Und ja, warum nicht? Naja, wobei, vielleicht braucht man da noch eher ein anderes Ausbildungsgebäude. Hier baue die Viehstelle in Schwarzhafen. Okay, ja, dann gehen wir in die nächste Runde. Das verspricht eher. Ich verschrei's einmal nicht. Ich verschrei's mal nicht. Ich wollte schon sagen, es besteht die Chance, dass das ein gemütlicherer Part wird. Wahrscheinlich habe ich es jetzt doch verschrien. Ihr seid schuld. Na, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ich schenke mir stattdessen was zu trinken ein.
Glucker, Glucker. Aber wenn man sich mal daran erinnert, wer von euch Warhammer 1 gespielt hat, da war im Imperium, wenn du dich nicht gerade mit irgendeiner Kurfürstenfraktion angelegt hast, da war im Imperium ja einfach nicht viel los, ne? Vielleicht, dass ihr nach dem weil die Tiermenschen waren ja ebenfalls ein DLC in Warhammer 1, ne? Ich meine, dass es so war. Und wenn man gespielt hat, bevor dieser Tiermenschen-DLC gekommen ist, dann hattest du ja eigentlich überhaupt keine Gegner, die da irgendwas im Imperium blöd kommen könnten oder sowas. Dann hätte es einfach Kassen rüber Richtung Sylvania und fertig. Aber jetzt haben wir hier Festus, hier Waldelfen, hier Orks, hier irgendwo den Kemmlers Heinrich. Irgendwo startet der. Wo startet der eigentlich? Ich glaube, hier startet der. Am Schwarzsteinposten. Und jetzt haben wir Slaanesh-Typen in Bretonia sitzen. Und Zwerge in Bordeaux, alles klar. Ah, Mittenland ist wieder da. What? By Sigma's will, come in peace. Agreed? Gressenk. Fine. Boris. Boris, Boris, Boris. So, nächstes. It is time. To strengthen the Empire. It is time to strengthen the Empire. Dem fehlt natürlich Artillerie. Ganz klar. Ja, ich würde es mal beim Mörser belassen. Auch wenn der jetzt global natürlich mehr kostet. Aber wenn wir schon beim global rekrutieren sind, dann ja, nimm noch einen Hellebardier mit. Wobei, ja, machen wir eher den Tuchmacher. Mehr Cash-Gebäude. Ihr heftet euch mal an Asak dran. Yes, my lord. Gut, und Elsbeth braucht noch die eine Runde, bis sie wieder einsatzbereit ist. Gut, dann fackeln wir nicht lange, sondern gehen direkt weiter. Ja, in Wurzbad mit der Garnison, dann sollte das schon laufen, falls wir dann da angegriffen werden. Ja, wir werden sehen, wer der Narr ist. Gut, 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 gut. So, und dann. Ja, so weit ist es ja nicht. Wir haben eh schon eine fantastische Bewegungsreichweite. Komm bis Mutland. Forests of a many a belligerent foe. Rider of the Dragon in Carmine. Talabekland ist wieder da. Da kommen sie ja alle wieder schon langsam. So langsam aber sicher. Dann wäre es eigentlich ziemlich ideal. Wenn wir uns hier irgendwo in Talabekland noch eine Siedlung sichern könnten.
dass wir die tauschen können gegen Flensburg. Wäre sehr gut. Sigma's greetings on behalf of the Empire. Now what brings you here with us? Geld. Tritt auf, die Fraktion kommt zur Welt und wird gleich ausgenommen von mir. So funktioniert das. So muss das. Ja, ich will jetzt Dotternbach nicht ausbauen, weil das wieder 2 Punkte kostet. Feldorf. Ah ja, den Weinmarkt, bitte. Ja, damit. Bringt Geld. For Verena and Nong. Bringt Geld. Yes! Righteous Fury upon them. March! Okay, wo? Ja, das wird dann wirklich eher ein gemütlicher Aufbaupart werden, diese Folge. Langsam traue ich mich das sagen. Wo wir einfach mal schauen, dass wir Geld machen. Ein bisschen mehr rausholen aus unseren Territorien. Und beim nächsten Mal geht's dann ab gegen die Grünhäute. The dead are thick about you. Welcome. Ja, machen wir dann. Sobald wir in Stellung sind. Sobald. Und Haller Beckland ist schon wieder weg. Ach, Festus. Very well. Eigentlich, wenn er schon da ist. Ah, der wird niedergerissen. Kommen wir mal hier hin. Sigma compels us. Falls wir Camperbad kolonisieren könnten, vielleicht könnten wir es tauschen gegen Flensburg. Das wäre ideal. Elspeth könnte von Niedling aus auch natürlich operieren. Komm, du gehst doch Niedling. Dann können wir hier über diese Brücke in der Ostmark dann einfallen. Und jo. Dann wäre das soweit leiwand. Ja, mit dem Wort nochmal noch ein bisschen. Wachstum für Aberheim. Jetzt drücke ich wieder in die falsche Richtung, egal. Mach stattdessen, ja, mach den Holzplatz. Ist okay. Die Heldengarde kann eigentlich. Falls wir Stress mit Festus kriegen. Und ja. Dann schauen wir in die nächste Runde. Im Idealfall können wir jetzt wirklich Camperbad besiedeln. Vielleicht können wir dann einen schönen Tausch machen. Camperbad gegen Flensburg. Dann hätten wir die komplette Provinz unter unserer Kontrolle und das war halt schon gemütlich. Gemütlich. Okay, Karl Franz hat irgendwen. Ich glaube, es war Asak. Ist das hier diese Nemesis-Krone? Dieses grüne Ding da? Ding-Dong? Das grüne Dingelingeling-Dong? Rong-Di-Dong? Okay. So. Bitte besiedeln. Step to it. Ja. Praise Sigma.
dann kommen die da raus. So, schauen wir einfach mal. Also Reckland. Karl Franz. Many call me Emperor. Kemperbad gegen Flensburg. Okay. Und wenn wir jetzt ihm anbieten, wir treten den Krieg gegen die Knochenklappers bei. Okay, das interessiert ihn nicht. Na gut, vielleicht ja, wenn wir hier zumindest Stufe 1 machen. The Empire. On March. On März. Von Draken. Festus hat hier nur. Festus hat hier nur mal die Bronzefestung, kann das sein? Ja, der hat nur noch die Bronzefestung. Die liebe KI hat den dann doch ganz gut zurückgeworfen. Muss man sagen. Muss man sagen. Okay, dann. Ja, du gehst rüber scouten. Damit wir Blickfeld haben auf die Ostmark, was von drüben so kommt. Können wir noch hier irgendwas tun? Ja, die Dampfpanzer könnte man nochmal verbessern. Wir haben zwar noch keinen, aber das wird noch. Das wird alles noch kommen. Und ja, Handelsoptionen. Diplomatische Optionen. Komm, das komplette Paket. As is on. The forest called. My good partner writes. Noch jemand? Ah ja. Come then, only signal. I will. So. I will. Approach us, friend. Affirmative. Ja, das mit den Bündnissen lassen wir uns noch mal kurz Zeit. Yes. Gut. Das weitere Geld. Sparen wir uns das weitere Geld. Wir bräuchten eigentlich mal was für Zauberer, für Dirks Armee. Die Armee vom Dirkilein braucht einfach einen Zauberer. Gut. As fate requires. Schlitzohrstamm. Schlitzohrstamm. Schwachsinn. Schlitzerhornstamm. Ich habe jetzt irgendwie Ohr gelesen. Schwachsinn. Ja, Krieg an der Seite der Verbündeten beitreten. Okay. Wo ist der Kerl? Da drüben. Festus ist hier noch unterwegs, interessanterweise. Komm, wir schauen einfach, ob wir Festus bekommen. Du kommst hier hin. Verletzen wir jetzt einfach mal seine Grenzen, also von den Knochenklappers. Und in der nächsten Runde, falls er hier irgendwo noch bleibt, erklären wir ihm dann den Krieg. Dass wir ihn dann wegbekommen.
Und du jagst einfach den Kerl da. Für Schloss Drakenhof bräuchten wir 7-2. Hier sind wir noch nicht so weit. Hier dort 15 Runden auf Stufe 5 und hier dort 3 Runden. Okay, dann holen wir uns noch hier dieses Cache-Gebäude. Und Technologie. Hier Staatstruppentechnologie wäre auch gut, wenn wir die Kohle dazu hätten. Ja, noch die Architekten. What are we if we do not advance? Festus ist als Eindringling gewertet. Okay. Alles klärchen. Gut, dann belassen wir es dabei für diese Runde. Und schauen wir, ob wir Festus bekommen. Falls ja, gibt es in dieser Folge ja doch noch eine Schlacht. Festilein, das muss so sein. Kaua Gurgla, Kaua Banga, nan. Solche, okay, das war irgendwo abzusehen, was das passiert, wenn man gegen Lörgel antritt. Leider Gottes. Ach Gott. Oh, Karagungur hätte Gold. Ha. Mehr Gold. War auf jeden Fall nicht verkehrt. Lady of Shaiish. Uncovering the arcane. Geht sie das aus? Nein, ich glaube, das geht sie nicht aus. Aber wir können es ja mal probieren, spricht ja nichts dagegen. Spricht ja nichts dagegen, so, Reikland. Ready. Kommen wir mal her, lieber Karl Franz. I am Karl Franz. Many call me Emperor. Krieg beitreten gegen die Fruchtbaren. Ja, viel ist ihm das nicht wert. Und wenn ich jetzt sage, im Gegenzug dafür hätte ich gerne Flensburg. Ja. So viel Geld kann man nicht haben in dem Spiel, glaube ich. Das war jetzt zu weit. Aber wir können uns trotzdem in den Krieg einkaufen. Gegen die Furchtbaren. Oh, immerhin 2,8. Nehme ich. Gut, irgendwer hat die Tiermenschen leider vor uns erwischt. Okay, und jetzt geht sie das vermutlich knapp nicht aus. Ja. Danke sehr. Ja, vermutlich kann er sich da jetzt irgendwie flups schön gemütlich aus der Affäre ziehen. Ja, Bauwut baut aus. Wichtig. Wichtig. Und jo.
Mit denen bleibt man mal noch auf Position. Du komm Richtung Woodbad mit vollem Karacho. Und hier. Ja, ein paar Oberstier aus. Gut, gut, gut. Und den Rest vom Schützenfest sparen wir uns. Und gehen weiter. Ach, Festus. Hast du Lust auf ein paar Doktorspiele? Oh Gott. Das passiert wahrscheinlich, wenn Festus eine Einladung kriegt ins Reich von Slaanesh. So quasi irgendwer überbringt ihm einen total antörnenden Brief, gibt ihm dem so in die Hand, der Festus öffnet den und da steht einfach dann nur drauf, hast du Lust auf Doktorspiele? Oh Gott. Okay, aber der Herr Doktorspiele hat sie leider zurückgezogen. Nein, nach Süden hat er sie zurückgezogen. Bring darkness upon our foes. Aber es geht sie wieder nicht aus. Wer hätte es gedacht? Kannst du... Yes. Ja, mach mal Armee blockieren. Oder auch nicht. Dann mach du irgendwas anderes. Probier's. Aber hey, zumindest ein Level up. Du kommst. Komm, Kurzbad. Ja, und dann sparen wir uns die weitere Kohle für die fetten Siedlungsausbaustufen. Es sei denn. Mag noch jemand? Must butcher. Fire. What? Ja, solange es die noch gibt. Solange es die noch gibt. Wer weiß, wie lange es die noch gibt, komm. By Sigma's will. Wer weiß, ob sich die halten können. So. By Sigma's will. Empire's blessing. Können wir uns auf jeden Fall auf dem Weg noch ein bisschen Geld organisieren. Okay. 7, 2 und 12 bräuchten wir für Stufe 5 in 0. Yes, the rights of war are ready. Gut, dann machen wir noch die nächste Runde in dieser Folge. Und beim nächsten Mal wird es dann wieder mehr Action geben. Wenn nicht gegen Festus, dann zumindest gegen die Grünhäute. In Krisenzeiten könnt ihr verbünden. Jo, Konföderation. Ja, solche bla bla bla. Wir wissen es, ich habe Angst vor der Seuche. Herzlichen Dank. For Verena and Nom. Ratet's mal, es geht wieder nicht. Ich bin überrascht, liebes Spiel. Ich bin zutiefst überrascht. Ich bin zutiefst überrascht. Ja, dann machen wir Folgendes. Wir tun nochmal so eine Runde, als würden wir ihn verfolgen.
Wenn ich das richtig sehe, haben die Knochenklappers keinen Maw mehr. Mit Koron ebenfalls. 395, also das wird bald. Das würde ohnehin bald losgehen. Dann werden wir beim nächsten Mal die Knochenklappers in Krugenheim angreifen. Der liebe Dirk. Der liebe Dirkilein. Ja, damit wir ein bisschen mehr Geld machen, wir bauen Drakenhof aus. Und mit dem Verbliebenen, oder können wir uns irgendwo hier noch ein bisschen Kohle organisieren? Champion. Who calls? What? Okay. Leider nicht. Oder gibt's hier noch irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Ja. Kaum. Wann können wir eigentlich die Amethyst-Truppen uns organisieren? Naja, sobald wir das hier haben. Gut, jo. Das werden wir dann einfach beim nächsten Mal sehen. Das mit Camperbad probieren wir jetzt noch. So, greetings from Sigma. Camperbad gegen Flensburg. Dann zumindest ein Cash-Gebäude, damit das ein bisschen Geld bringt noch. Vielleicht auch nicht. Weil Gutrek und Felix leveln wäre eigentlich ein bisschen wichtiger. Mach was anders, du zuerst. Okay, schade. I shall remember. Und du folgst ja einer von denen mit 27%. 27. Hat einen Fehlschlag, hast du gut gemacht. Ach jo, was soll man da sagen? Was soll man da sagen, außer dass wir für diese Folge am Ende sind. Der Plan fürs nächste Mal steht. Wahrscheinlich wird Festus sich hier irgendwo nach Norden verdünnisieren. Und wahrscheinlich wieder so, dass wir ihn nicht bekommen. Wenn er das tut, dann, ja, wir greifen so oder so in der nächsten Folge Krugenheim an. Vielleicht... immer Camperbad gegen Talapheim tauschen. Ah, wahrscheinlich nicht, oder? What? Wahrscheinlich nicht. I am Karl Franz. Many call me Emperor. Camperbad gegen Talapheim. Okay. Aber immerhin, minus 20. Vorher waren es minus 75. Okay, jo. Dann belassen wir es für diese Folge dabei. Beim nächsten Mal, wie gesagt, geht's los gegen die Grünen heute. Ganz ehrlich, wir sind eine imperiale Fraktion. Es steht uns natürlich in den Genen, dass wir uns irgendwann mit den Grünen heute anlegen müssen. Das muss einfach sein. Und dieser Moment wird in der nächsten Folge dann kommen. Und wenn ihr auch so gespannt darauf seid wie ich, dann schaltet wieder ein. Nur hier auf Gefunden Games. Und mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gefunden Games und ich sage Grüß euch und Tüdelü.